Moin Leute, bei meiner letzten Shoppingtour bin ich, siehe links, auf dieses wunderschöne Kleid gestoßen. Ich dachte, oh mein Gott, das ist so schön, aber kann ich das nicht auch selber nähen? Ja, natürlich. Also wagen wir uns einfach an dieses Experiment und los geht's. Ich habe einen Stoff von 1,40 m x 2 m zu Hause. Frag nicht wieso, ich habe einige Projekte im Kopf. Dann werde ich mich als nächstes ausmessen. Das ist auch super easy, überhaupt da keine Angst vor haben. Einfach mal Brust ausmessen, Taille und Hüfte, damit wir in etwa wissen, wie das Kleid fallen soll. Im Endeffekt habe ich mich doch für eine ganz einfache Variante entschieden, wo der Hüftwert ganz wichtig ist. Behalten wir das einfach im Hinterkopf und schreiben uns das brav auf. Und dann sollten wir natürlich wissen, wie lang das Kleid werden soll. Also auch nochmal kurz die Höhe abchecken. Ich habe hier so 1 Meter ungefähr. Das reicht voll für mich aus. Dann übertrage ich das Ganze auf meinen Stoff. Wie gesagt, Hüfte war der wichtigste Wert. Wieso? Bei mir der breiteste Teil am Körper. Und das ist auch ungefähr die Breite des Stoffes, wo ich es ausschneiden muss, weil sonst komme ich einfach nicht in das Kleid. Die Hälfte von meinem Hüftumfang, 110 cm, ist 55 und somit mit ein bisschen Nahtzugabe und Schätzung 56 cm. Das ist die Breite des Stoffs. Und wie gesagt, 1 Meter. Aber warum sind denn jetzt zwei nicht gleich große Teile auf dem Bett zu sehen? Das liegt daran, dass ich einmal die Frontseite habe und einmal die Rückseite. Jetzt brauchen wir natürlich auch unsere Träger. Da schneiden wir einfach zwei, circa 3 bis 4 cm breite Streifen aus, die an etwa 1 Meter lang sind. Also 1,50 Meter, um genau zu sein. Also jeweils 1,50 Meter mal 3 bis 4 cm. Das falten wir einmal in der Mitte und gehen dann mit einem geraden Stich und der Maschine zur Hilfe einmal durch, um das Ganze später dann zu wenden. Ihr werdet gleich sehen, wie schön das aussieht, wenn man das genäht hat und dann auch noch gewendet hat. Wie man das macht, dazu kann ich gerne mal ein anderes Video machen. So sieht das dann aus. Und dann habe ich hier nochmal aus dem großen Stücken nochmal 4 kleine Streifen ausgeschnitten, weil das unsere Schlaufen werden für das Kleid. Keine Angst, falls dir das zu schnell geht oder zu wirr ist, ich habe gleich noch eine Zeichnung für dich. Das füge ich jetzt in etwa hier so ein. Und zwar right sides facing, sprich die schöne Seite ist innen, so dass, wenn ich das Kleid drehe, das Schöne auch außen zu sehen ist. Also nochmal, wir haben einmal die Frontseite. Warum ist sie so lang? Weil ich ein Stück falte, damit ich Titi-Schutz habe. Rückseite, Bänder und Schlaufen. Dann legen wir beide Seiten, die schönen Seiten küssend, so dass man die nicht sehen kann, rein. Schlaufen rein, einmal nähen, in etwa so. Mit einem geraden Stich links und rechts nähen. Natürlich haben wir die Schlaufen mit inbegriffen und et voilà. Fertig ist unser Kleidchen. Dann können wir es binden und ja, das sieht auch super süß aus. Klar, es ist jetzt nicht so 100% dem Original getreu, aber um ehrlich zu sein, bin ich ein sehr ungeduldiger Mensch und ich hatte einfach keinen Bock. Ich habe außerdem noch ein bisschen gefreestylt und hatte noch Zeit und Stoff für ein Haargummi oder mehrere. Und habe Haargummis genäht. Na, wie findest du es soweit?